Guten Morgen, liebe Pokerenthusiasten. Heute das nächste Video von mir mit der Überschrift Varianz. Aber dazu kommen wir gleich noch. Zuallererst muss ich noch was anmerken zum letzten Video. Und zwar habe ich dort etwas sehr, sehr Wichtiges vergessen bezüglich der Vor- und der Nachteile des professionellen Pokerspielers. Der professionelle Pokerspieler hat kein geregeltes Einkommen. Ja, kein festes Einkommen. Er ist nicht wie beispielsweise ein Bäcker, der immer, oder also ein Angestellter, der immer am 1. des Monats oder am 31. des Monats sein festes Gehalt hat und weiß, wovon er leben wird, ja, und kann damit planen. Alles klar, ich verdiene beispielsweise 2000 Euro und kann davon Miete zahlen, Strom, Essen und ab und an Urlaub fahren. Und das hat der Pokerspieler nicht. Ja? Das heißt, ich weiß nicht, was ich am Ende der Woche verdiene, am Ende des Monats, im ersten Quartal oder im kompletten Jahr. Das weiß ich einfach nicht, ja? Weil es gibt halt die sogenannte Varianz, da sind wir dann beim Thema, die das Ganze sowohl ins Positive als auch ins Negative ziehen kann. Ja, und daran scheitern dann viele, wenn sie über teilweise mehrere Monate keinen einzigen Cent verdient haben. Aber die Miete zu bezahlen ist, ja, und dann überlegt man sich, vielleicht doch lieber zweimal kommt man mit diesem psychologischen Druck, der auch dahinter dann steckt, kommt man damit überhaupt klar. Weil, wie ist es denn? Du spielst und spielst und spielst und rupst dein Volumen runter und nach 3 Monaten stehst du bei minus 100 Bayerns. Ja? Dann kommen Zweifel auf. Das ist vollkommen natürlich. Sprich, du überlegst so, ey, schlage ich die Games noch, spiele ich zu taffe Games, kann ich überhaupt noch damit Geld machen, ja? Und das muss man dann einfach, muss man versuchen drüber zu stehen, sein Spiel zu analysieren, schauen, spiele ich gut genug, ein paar Hände durchgehen und dann einfach darauf vertrauen, dass die Varianz vielleicht gerade zuschlägt und ihr euch im Downswing befindet. Ja, und da sind wir halt, wie ich schon eben meinte, beim Thema Varianz. Ja, was ist jetzt Varianz? Varianz ist die Abweichung vom Mittelwert. Ganz einfaches Beispiel. Das erste Mal habe ich gehört von der Varianz, das waren das 9. Klasse, 8. Klasse, Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Schule. Und da meinte der Mathematiklehrer, so jetzt nehmt euch alle mal eine Münze und werft sie 10-mal hoch. So, theoretisch, Münze kennt jeder, hat 2 Seiten, Kopf und Zahl. Und die Wahrscheinlichkeit ist 50-50, ob Kopf oder ob Zahl. So, und haben wir alle geworfen und manche hatten eine 8-mal Zahl, 2-mal Kopf, manche hatten 9-mal Zahl, 1-mal Kopf, manche hatten genau 5-mal Kopf, 5-mal Zahl. Ne? Das ist Varianz. Sprich, man hat einen Mittelwert, der ist zum Beispiel bei der Münze 50-50. Ja? Das heißt, 50% Kopf, 50% Zahl müssten kommen, aber halt nicht unbedingt bei 10 Würfen. Ja, das heißt, vielleicht kommt man bei 100 Würfen auf genau 50-50 oder 1000, 10.000, 100.000 etc. Irgendwann wird man sich ungefähr bis ziemlich genau bei diesen 50% Kopf oder 50% Zahl wiederfinden. Kurzfristig aber gesehen kommt halt eher 80% Zahl oder 80% Kopf. Ja? Und so ist es beim Pokern genauso. Das heißt,
Langfristig werden die guten Spieler immer ihr Geld machen und die schlechten Spieler werden Geld verlieren. Kurzfristig hingegen kann das Ganze genau andersrum laufen. Kurzfristig kann immer ein schlechterer Spieler ein größeres Turnier gewinnen oder so. Aber auch da kommt es dann wieder auf die Sample Size an. Also sprich, was ist denn jetzt lange? Also spielt der schlechtere Spieler 10 Turniere, kann er ein Plus sein. Spielt er 100 Turniere, kann er ein Plus sein. Aber spielt er vielleicht 1000, 2000, 10.000, 100.000 Turniere, wird der schlechte Spieler immer das Nachsehen haben. Und der gute Spieler wird immer seinen Profit rausziehen. So, jetzt müssen wir diese Varianz aber mal aufs Pokerspielen richtig beziehen. Was ist denn genau Varianz, beziehungsweise wie entsteht sie beim Pokern? Was ist denn da die Varianz? Und die Varianz hat so unglaublich viele Faktoren, dass ich jetzt nur mal ein paar aufzähle. Ich beziehe das jetzt vor allem auf Turnierpoker. Habe mir einen Zettel gemacht, damit ich nicht alles vergesse. Fangen wir mal an mit zum Beispiel der Teilnehmeranzahl. Machen 100 Leute mit, 1000, 10.000, 50.000. 100 Spieler weniger Varianz, 10.000, viel, viel höhere Varianz, ne? Weil die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer, dass man Erster wird und das ganze Preisgeld einsackt. Dann, welchen Stack hat man zu welcher Zeit? Ja, das heißt, ist man Chipleader an zum Beispiel der Final Table Bubble, wird man langfristig mehr Chips machen, als wenn man Shortstack ist an der Final Table Bubble. Ist man Chipleader am Final Table, wird man auch langfristig mehr Chips machen, als wenn man Shortstack ist, ja? Oder ist man an der ITM Bubble deeper, wird man immer eher ins Geld kommen und kann kleinere Stacks rumpushen und wird auch da dann mehr Chips machen. So, aber dann gibt es noch andere interessante Punkte, die die Varianz weiter in die Höhe treiben. Ja? Das heißt zum Beispiel, hat man die guten Spieler links neben sich oder rechts neben sich? Ne? Kann man hinter ihnen agieren oder erst nach ihnen agieren? Welche Stacks hat man links von einem, rechts von einem? Ja? Können die einen irgendwie rumpushen und Druck auf einen ausüben oder eben nicht? Das gleiche ist dann auch verschiedene Tischmoves. Das heißt, erwischt man einen Tisch mit durchweg schlechteren Spielern oder einen Tisch mit nur Leuten, die gleich gut sind oder besser? Und dann sind wir noch gar nicht bei den Karten. Das heißt, welche Starthände bekommt man selbst? Wie laufen die Boards aus? Das sind viele, viele Faktoren. Und nicht zu vergessen, dann verliert man halt an der Final Table Bubble. Angenommen, man kommt in 100 Turnieren 10 Mal in die Final Table Bubble und bei 10 Left oder 9 Left verliert man einfach 10 Mal den Flip oder verliert 6 Mal in Folge 80-20. Immer an der Final Table Bubble. Zack, 10. Platz. Und zum Beispiel, wenn jetzt die Auszahlungsstruktur auch sehr toplastig ist. Das heißt, der Erste macht zum Beispiel das Doppelte vom Zweiten und nicht wie gewohnt vielleicht 40 bis 50% mehr. Dann, wie läuft das Heads up? Kann man, was ist, wenn man dort 80, 20 mehrmals verliert für den Turniersieg oder 50-50 irgendeinen Flip öfter verliert? Ja, das sind alles Faktoren, die die Varianz halt beeinflussen. Und da sieht man auch mal, die Varianz ist so extrem, kann so extrem sein und warum sie so ist, ne? Das konnte ich euch jetzt hoffentlich da ein bisschen mehr erläutern, ja?
Ich werde euch gleich mal noch zeigen, wie das Ganze online jetzt tatsächlich aussieht. Also sprich, ich werde euch ein paar Graphen zeigen und Theorien und Simulation, wie diese Varianz sich dann auch monetär ausmacht. Also wir sehen uns gleich. So, da sind wir auch schon. Ich werde euch hier mal zeigen, wie sich die Varianz ganz genau auswirkt auf Online-Turnier-Poker und werde euch da gleich mal ein paar Beispiele geben. Ich habe vor ein paar Jahren schon so ein Tool gefunden im Internet, beziehungsweise eine Seite. Werde euch da einen Link noch in die Beschreibung setzen und ja, wie Herr Biolek sagen würde, ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar ist das jetzt eine Simulation. Und zwar gehen wir davon aus, dass ein Spieler 1000 Turniere spielt. Das Ganze ist ein ziemlich solider Spieler, hat einen 23er Roh. Return on Investment bedeutet das, für Leute, die es nicht wissen, kurzum gesagt, aus dem 100-Dollar-Turnier zieht er langfristig 23 Dollar Profit, also sprich 123 Dollar. Das ist der Roh, wie man auch sagt. Dann haben wir jetzt hier angenommen, 1000 Spieler machen mit und 125 kommen ins Geld und der Herr spielt, oder die Dame, 50 Dollar Buy-ins mit 10% Rake. Und hier rechts seht ihr mal ein Beispiel Auszahlung. So, dann gehen wir mal weiter und schauen uns mal das Result davon an nach 1000 Games. So, wie ihr sehen könnt, ist die Varianz sowohl im Positiven als auch im Negativen zu sehen. Das heißt, der Spieler macht im bestmöglichen Run einen Profit hier von über 60.000. Und wenn es richtig dreckig läuft, dann ist er hier mit paar 20.000 in den Miesen. Und der Durchschnitt aber, auf den er sich in den allermeisten Fällen befinden wird nach 1000 Spielen, ist hier so irgendwie in der Mitte, so um die 10.000 Dollar. Ja? Ihr seht ja mal hier so zu 70%, ja, also mit einer 70%igen Wahrscheinlichkeit ist der in diesem Bereich, ja, in dem ganz dunklen, ganz dunkelgrün, zu 95% wird er in diesem Bereich sein, also zwischen der hellgrünen Linie da und dieser hellgrünen Linie und, nee, sorry, dieser. Und mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,7% wird er irgendwie hier sein. Ja? Also sprich zwischen ein bisschen mehr als 20.000 down und hier 50.000 im Plus. So, und jetzt, das waren jetzt 1000 Turniere. Ja? Also 1000 Turniere, denke ich mal, machen die meisten Profis in ungefähr einem Jahr. In einem Monat, Mann. In einem Monat und jetzt simulieren wir das Ganze mal mit 10.000 Turnieren, also sprich so ungefähr ein Jahr. Und das sieht dann schon wieder ein bisschen anders aus, ja. Wie ihr sehen werdet, hier ist wieder Worst Run, Best Run und mit einer sehr hohen oder mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% wird der Spieler irgendwie in diesen Bereich am Ende des Jahres landen. Also sprich, er wird wahrscheinlich einen Profit machen von 60.000 Dollar bis 200.000 Dollar ungefähr im wahrscheinlichsten Fall und im Best Case 300k. Und allerdings nicht zu vergessen, im Worst Case ist dieser Spieler nach 10.000 Turnieren, obwohl es ein sehr guter Spieler ist, hier wahrscheinlich mit 20.000 Dollar im Minus. Ja, das muss man mal überlegen. Also sprich, er spielt ein komplettes Jahr und ist am Ende des Jahres
im Minus. Zwar ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch, aber sie ist dennoch gegeben. So, dann machen wir das Ganze jetzt mal mit einem etwas schlechteren Spieler. Dieser Spieler hat zum Beispiel nur einen, da habe ich mit einem 10er-Roh gerechnet, ja, also sprich aus, mit einem 100-Dollar-Turnier macht er 110 Dollar draus. Ja, also 10 Dollar Profit. Und wie ihr sehen könnt, ist die Varianz dort vor allem nach unten gehend ein wenig stärker. Ja. Im Schnitt wird der Spieler trotzdem seine 50.000 Dollar machen. Ja, das ist der EV, den er generiert. Dort wird er rein theoretisch landen. Ja, das ist hier der Mittelwert bei Kopf und Zahl. Aber die Varianz sagt, ey, du kannst auch bei minus 100.000 Dollar am Ende landen oder wenn es gut läuft, vielleicht bei plus 200.000 Dollar. Aber normalerweise wirst du hier auch wieder in diesem Feld ungefähr landen und das ist zwischen 20 bis, na, was haben wir hier so? 80k wird dieser Spieler am Ende des Jahres sehr wahrscheinlich verdienen. Ja? Also es ist eine unglaublich hohe Varianz im Turnierpoker. Und im einen Jahr befindet man sich hier oben und im nächsten Jahr befindet man sich hier unten. So, und um das Ganze jetzt auch mal ein bisschen theoretischer euch das Ganze in der Realität zu zeigen. Ja, ich hatte hier noch die kleine übersprungen. Hier, das ist nochmal auf Monatsgraphen bezogen. Ne? Noch natürlich eine viel höhere Varianz. Hat sie jetzt vertauscht hier. So, jetzt gehen wir mal weiter. Das ist die Realität. Ja, so kann die Realität aussehen. Wir haben hier, ich habe random Rex genommen hier. Ich werde hier auch keinen Namen nennen. Und da schaut, seht ihr mal, dieser Spieler macht nach 4K Games um die 75k. Ja? Wenn wir jetzt davon ausgehen, der Spieler macht 1000 Games im Monat, dann hat er hier nach 5 Monaten vielleicht ungefähr oder nach 4 Monaten einen Profit von 75.000 gemacht. Ja? Und dann folgen einfach mal 25 Monate, also sprich 2 Jahre, in dem er vielleicht einen Profit von, ja, lass es 15.000 sein. Ja? 15.000, das auf 2 Jahre gesehen, sind gerade mal 7.500. Da ist er dann unterm Freibetrag und muss definitiv nicht mal Steuern zahlen. Obwohl es ein sehr guter Spieler ist. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Beispiel. So sehen normalerweise kurzfristige Graphen aus. Oder zu, sagen wir mal mittelfristige. Fängt an mit dem Upswing, dann eine Weile lang Break-Even und dann bam, 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 kommt wieder was rein und dann ist man halt auch mal wieder Break-Even über eine längere Zeit, über einen längeren Zeitraum. So, hier haben wir natürlich auch ein gutes Beispiel, wie mal so ein Monat laufen kann. Von einem, ja, am Anfang läuft es ein paar Tage mittelmäßig und auf einmal zappelt's richtig im Netz, ja. Und man ist schön ab und denkt sich, oh, richtig geiler Monat, ja. Und dann haut man Games rein, zack, 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 zack und droppt mehr als man gewonnen hat und steht am Ende des Monats in den Miesen. Ja, so könnte ein Graph auch aussehen. Aber nicht verzagen, ich habe einen mega geilen Graphen gefunden, der zeigt, was passiert, wenn man das nötige Volumen hat. Und Volumen heißt, man kämpft gegen die Varianz und landet langfristig beim Mittelwert. Boom. Hier haben wir einen Low-Stakes-Grinder, der hier wirklich Volumen reinbringt. Also ich meine, das sind
je nachdem vielleicht 12 Jahre, vielleicht 15 oder auch nur 8. Und wie man sieht, keine Varianz gefühlt. Ne? Ich meine, klar, hier sind ein paar kleinere Swings oder so, aber so sehen ungefähr die Graphen aus von guten Spielern. Ja, langfristig wird ein Graph von guten Spielern immer so aussehen. Klar haben Leute ein bisschen mehr Varianz dabei als dieser Spieler hier, aber wie ihr seht, langfristig kann uns die Varianz nichts anhaben. So, ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick gewinnen in die Theorie der Varianz. Denkt dran, es gibt viele, viele Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Und wenn ihr irgendwann mal wieder im Downswing seid, ne, was man ja permanent ist, nach dem Upswing, dann denkt einfach mal daran. Vertraut auf euer Spiel, haut Volumen raus, so gut es geht, und dann werdet ihr langfristig definitiv der Gewinner sein im Kampf gegen die Varianz und schon bald wieder auf der richtigen Seite stehen. Viel Spaß und good luck in den Tischen.